Er kommt plötzlich und ist sehr schmerzhaft, der After-Schließmuskelkrampf. Der Prozetalgia fugax tritt nicht nur auf der Toilette auf, auch nachts kommt er häufig vor. Nur wenige Menschen, die unter den Krämpfen am Po leiden, sprechen offen darüber. Wir haben eine Betroffene gefragt, wie sich solch ein Krampf anfühlt. Mehr zum Thema unerklärliche Schmerzen im Intimbereich. Unerklärliche Schmerzen im Intimbereich, wie denn nun? Mineralwasser bedroht Ihre Zähne, AOK-Qualitätsmonitor. Warum viele Todesfälle bei Krebs-OPs vermeidbar wären bei dem After-Schließmuskelkrampf, auch Prozetalgia fugax oder Levator-Syndrom genannt, handelt es sich um anfallsartig auftretende Verkrampfungen der Beckenboden- und Schließmuskulatur. Was genau die schmerzhaften Krämpfe auslöst, ist nicht genau bekannt. Ultraschalluntersuchungen zeigen meist keine krankhaften Veränderungen des betroffenen Bereichs. Selten begünstigen Enddarmerkrankungen das Auftreten. Auch Hämorrhoiden und Verstopfung werden als Auslöser diskutiert. After-Schließmuskelkrämpfe treten häufig nachts auf. Viele Betroffene berichten von einer Häufung in der Nacht, doch auch tagsüber, etwa auf der Toilette, kann sich die Muskulatur des Afters verkrampfen. Nach dem Geschlechtsverkehr oder langen Sitzphasen können die Beschwerden ebenfalls zunehmen. Frauen sind doppelt so häufig von den Schließmuskelkrämpfen betroffen wie Männer. Viele berichten über vermehrte Krämpfe um die Zeit der Regelblutung herum. Wie viele Menschen unter den Krämpfen leiden, ist schwer zu sagen. Es gibt Untersuchungen, die von etwa 14% der erwachsenen Bevölkerung ausgehen. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Nicht jeder Betroffene geht zum Arzt. Bei Schließmuskelkrämpfen immer zum Arzt. Häufig strahlen die Schmerzen in den Unterbauch und das Becken aus. Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Kreislaufprobleme aufgrund der starken Schmerzen können den After-Schließmuskelkrampf begleiten. Medizinern zufolge sind die Beschwerden zwar sehr unangenehm, aber harmlos. Dennoch sollten Betroffene einen Proktologen aufsuchen, um Enddarmerkrankungen auszuschließen. /Stern, Sedata Stern / im Global AD Tag Register, CBR 100-POS 1, T-Tub 1, /Stern Stern / die Prozetalgia fugax kann bis zu einer Stunde dauern. Wie oft die Anfälle auftreten, lässt sich nicht vorhersagen. Auch Intensität und Länge können schwanken. Manche Patienten leiden bis zu einer Stunde unter den Schmerzen. Wer eine Neigung zu den Krämpfen hat, muss damit rechnen, dass sie immer wieder kommen. Mit dem Alter lässt die Häufigkeit oft nach. Vorbeugen lässt sich der Krampf Medizinern zufolge kaum. Bei manchen Patienten kündigt sich der Krampf mit einem Ziehen an.